sondern es geht darum, dass die Leute mich immer wieder gefragt haben, was ist mit Moody gewesen, was ist da passiert? Hamburger Wasser ist das, mein Junge. Das ist volle Küsse, aber das mitgebracht, ne? Das gab's gratis dazu behalten. Tja. Was ich nicht abkann, ist Ungerechtigkeit. Und da reagiere ich wirklich allergisch drauf. Wir reden nicht miteinander, weil es gibt auch nichts mehr zu reden. Der hat so dieses Verona-Feldbusch-Syndrom, finde ich. Die Leute feiern das irgendwie. Ich wette, er hat das bis heute nicht repariert. 50 Euro, dass noch heute Öl im Kabelbaum ist. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Likes und Kommentare. Wow, die Kamera hat es jetzt nochmal richtig erwischt von heute Morgen. Ich hatte ja geschrieben, wenn wir 100 Likes erreichen, mache ich einen zweiten Teil, wo es weitergeht mit dem Porsche, wo ich noch ein bisschen was erzähle, wie weiter der Ablauf war mit Moody. Keine Ahnung, wir haben, weiß ich nicht, ich glaube nach 4 Stunden oder so waren die 100 Likes schon voll. Das hätte ich nie gedacht, dass so viel Resonanz darauf auch ist. Ja, Wahnsinn. Also die meisten, aktuell sind es glaube ich 60 Kommentare und davon sind 50, 55 absolut positiv, auch super, super nette Kommentare dabei. Man freut sich einfach auch darüber. Man freut sich darüber, dass es auch andere Menschen gibt, die normal denken. Die paar Trolls, die dabei sind, so diese ganzen Internet-Rambos und naja, lassen wir die mal außen vor. Das ist schon so balsam für die Seele, kein Witz. Man glaubt das gar nicht, wie gut einem sowas auch tun kann. Auch bei Instagram-Nachrichten. Einfach so eine Nachricht, wo jemand schreibt, ey, Bro, das ist cooler Content, den du machst, ich gucke deine Videos total gerne. Ich freue mich drauf, wenn du neue Videos rausbringst und ich lache einfach gerne darüber oder ich feiere das oder ich lerne was oder bla 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 bla. Also, vielen Dank nochmal für die vielen Likes und tollen Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Video hier wieder liked. Am besten jetzt gleich schon mal. Einfach so für den Algorithmus. Auch gerne wieder Kommentare hinterlasst. Schreibt mir, wie euch das gefällt, was ihr euch irgendwie als nächstes wünscht. Oder ich bleibe einfach bei dem Ziel. Bei 100 Likes mache ich noch den dritten Teil zu dem Video. Das ist dann auch ein ganz spannender Teil eigentlich. Da geht es um die Statements von Hagen und Moody. Damit löst sich denn das Ganze eigentlich so auf so ein bisschen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Frisch gestärkt geht's los. Viel Spaß. Hat Hagen mich verarscht. Hamburger Wasser ist das, mein Junge. Hamburger Wasser. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich auch. Ich bin so ganz aufgeregt. Ich zittern, das glaubt die Kabel hier nicht mehr ordentlich rein. Du musst an deinem Medikament irgendwas ändern, glaube ich. Oh, nee. Porsche. Oh. Das hatte ich schon wieder vergessen. Getty, nein, kein Getty. Das ist das peinlichste Intro, was ich mein ganzes Leben gesehen habe. Boah. Das war bestimmt mal lustig gedacht, so. Vom Plan her? Wie dumm, Digi, die haben einfach den Zündschlüssel drin gelassen. Was ist das denn? Ja, wie dumm. Boah, ich kenn Porsche mit der Westentasche. Du überbrückst hier. Ah, guck mal, da hat der Besitzer gleich die Brücke drin liegen lassen, damit er den klauen kann. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Das hört sich nach ein bisschen wenig Spannung an. Will ich eine Karre hier klauen, Alter? Und dann haben die Idioten nicht mal die Batterie genug geladen. So eine Scheiße. Weißt du warum? Weil deine Karren alle Scheiße sind. Das sicherste der Welt ist, macht es so wie Moody. Habt einfach nur Autos, die irgendwie Scheiße sind, die eh nicht anspringen oder wo es Öl rausläuft wie aus dem Springbrunnen oder aus einem Topf wie so einem Kieslaster. Die wird euch keiner klauen. Ist ja klar, wenn ihr so einen super gepflegten Golf 1 GT irgendwo in der Garage stehen hast, ruckzuck ist der weg. Aber wer klaut denn so einen Mist? Da ist ja immer der Dieb, der läuft Gefahr, hinzukommen und die Karre springt nicht an. Wie geil. Oh nein. Na! Ja. Jetzt hab ich... Digga, er hat den Schlüssel im Auto gelassen. Das Auto hat sich abgeschlossen. Ich hoffe nicht, der andere Schlüssel ist drin. Ich hoffe, der liegt da. Wow. Ja, das sollte ein wildes Intro werden. Jetzt wird es wirklich ein wildes Intro. Ja, wild. Och Mann! Was denkt der jetzt? Batterie hat sich wieder aufgeladen von selbst, oder was? Ja, Batterie ist scheiße. Ich kann nichts klauen, weg, ab. Du hast jetzt gedacht, der hat sich hier über Solar in der Nacht wieder aufgeladen, oder was? Digga. Oh, kaputt geht die Scheiße. Oh, Scheiße. Auch kaputt. Abgeschlossen. Puta! Damals war er noch der Pink Panther. Ach, guck mal, er versucht es einfach nochmal. Spontane Selbstladung. Kacken, ne? Und die rüberbringen nach Polen, Alter. Hm. Und dann sind die Idioten, dann ist die Karre so kacke, dass die nicht mal... Weißt du, warum ich als Moody immer so Karren habe? Womit sie mir nicht klauen, Alter. Siehste, hab ich doch gesagt. Das ist der Grund. Keine Zündung an. Also Zündung an? Zündung ist nicht an. Ab über die polnische Grenze jetzt. Der Porsche gibt viel Geld.
Oktober ab nach Polen. Guten Tag, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video zu unserem Ghetto-Porsche. Wir sind in unserer kleinen polnischen Werkstatt angekommen. Was hat der denn eigentlich für ein Quinch mit Polen, Alter? Haben das Ding hier gerade geknackt. Problem ist, die ganze Kelle ist abgesoffen. Nee. Wir wollen heute den ganzen Innenraum auseinander basteln, um den Teppich rauszunehmen, um die ganzen Steuergeräte, die abgesoffen sind, zu trocknen. Und dann hoffentlich das erste Mal ordentlich eine Runde mit unserem Ghetto-Porsche zu fahren, falls ihr das letzte Video nicht gecheckt habt. Und nicht wisst, worum es geht, schaut euch das auf jeden Fall gerne an. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt, let's go, reinstarten in das Video. Ganzen Innenraum auseinander, Sitze, Rückbank, Mittelkonsole, um den ganzen Teppich rauszunehmen, um an alle Steuergeräte ranzukommen. Rein in die Olga, es ist spät, es wird noch später, let's go. Ich f*** doch dein Porsche, Junge! Bruder. Nicht auf alles aus der Vergangenheit bin ich stolz. Und da ist noch eine Schraube. Es sind 500. Ach so, also im Übrigen, das kam so, da war so abends um 21 Uhr so ein Notruf, würde ich mal sagen, so Dr. Selzer. Ja, wir haben zwar jetzt die Sitze rausgekriegt, aber mehr auch nicht. Kannst du vorbeikommen aus Salzgitter nach Hinterwolfsburg da hinten irgendwo? Also das war wirklich ganz schön eine Reise so. Und wie gesagt, der hat, glaube ich, um 21 Uhr angerufen. Kannst du vorbeikommen und uns helfen? Wir kriegen die Mittelkonsole nicht raus, den Teppich nicht raus und dies nicht und das nicht. Was habe ich gemacht? Bin hingefahren. Die Version ist ein Scheißdreck dagegen da. Ja, geil, ne? Geil. Ach, der Robin ist da stolz. Du, pass auf, Robin, ich helfe dir. Nein. Nee, ist wirklich leicht? Mann, alles gut. Hoppala. Was willst du? Was willst du rausnehmen? Ja, hier die Scheißverkleidung. Zeig an. Ja. Also, so, einen Scheibenschaden hat er auf jeden Fall auch schon mal gehabt. Ja, das ist was? Kein Wunder bei 400.000 Kilometern. Der hat alles schon gehabt, glaube ich. Au, das ist eine Seitenscheibe, die eingeschlagen hat. Lag halt hier unterm Sitz. Ne? Hier sind auch ja, pass mal auf, es gibt einen Mythos zu Glas. Wisst ihr das? Legenden besagen, es gibt einen Mythos zu Glas. Passt gut auf. Es gibt einen Mythos zu Glas. Wisst ihr das? Das ist ganz verrückt. Da könnten wir auch eine Wette machen. Ich schlage eine Scheibe ein an deinem Auto. Ja. Ich gebe dir 2 Stunden Zeit, das zu putzen. Ja. Voila, du wirst doch in 5 Jahren irgendwo einen Glassplitter finden. Ja. Immer. Bei jedem Auto, was mal eine kaputte Scheibe hatte. Immer. Es ist wirklich so. Mal ein Mundschutz. Das ist wirklich, das ist wie verhext. Keine Ahnung warum, der Mist rieselt überall noch raus. Kannst du dir Mühe geben, wie du willst. Mal ein Mundschutz und eine Pommes. Und warum liegt hier eigentlich überall Stroh? Warum hast du eigentlich eine Maske auf? Du klappst den, du willst den dann einfach nach hier zu mir klappen, oder was? Nee, ich will gar nicht, der soll raus, deswegen muss er die Mittelkonsole hier noch raus jetzt. Du willst jetzt doch ausbauen, ja, oder natürlich nicht? Bauen wir die aus, das ist doch schnell gemacht hier. Das ist doch hier ganz schneller Fisch alles. So, hier, komm, 27 oder 30er Torx oder sowas die Ecke? Ja, 27. Das ist doch schneller Fisch, sag ich doch. Aber seht doch, wie Moody beteiligt ist, ne? Der ist die ganze Zeit hinten auf der Rückbank am Sitzen. Und sein Kumpel am Bier trinken. Ja, mal, kannst du eh mal, jetzt mach dich mal nützlich und räum die ganze Scheiße hier aus. Ich hol jetzt einen schönen Karton, Alter. Was machst du? Einen schönen Karton hol ich. Ja. Und dann schreibst du eine linke Seite drauf. Nein, lass mal alles ein bisschen mischen jetzt. Ja. Jetzt fängt er an. Ich will hier schön erstmal den mit Gartenstuhl sitzen und zugucken, wie Robin versucht, die Scheiße hier in Selbstmordgefahr eine Woche lang wieder zusammenzustricken. Livestream. Das wäre so lustig. Boah, hier, pass auf. Jetzt film es, film es. Oh, lecker! Du willst es vielleicht nicht im Innenraum machen? Oh, lecker! So viel ist das aber nicht, wie ich dachte. Ja, ich habe da gerade schon reingefummelt, mal gerade. Das war schon unangenehm. Oh ja, das ist, oh, doch, das ein bisschen, ist, nass, das ist doch ein bisschen mehr hier. Ich fühl's. Alter. Ah, das ist recht unangenehm. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier alles passiert. Boah. Hamburger Wasser ist das, mein Junge. Das ist volle Küste, aber das mitgebracht, ne? Das gab's gratis dazu behagen. In Italien wäre das nicht passiert. Nee. Wäre das Auto mal da geblieben. Vielleicht ist es sogar hier Pellegrino, italienisches Wasser. San Pellegrino. Richtig was wert jetzt hier die Nummer. Ja, Hand aufs Herz. Oh, das ist hier nicht unser Problem gewesen. Gut, also Fakt ist, feucht ist es und gut ist das nicht. Das muss raus. Aber der ist noch nicht lange feucht. Das würdest du ganz deutlich sehen, sonst wie, was ich dir schon in Hamburg gesagt hatte. Ja. Dass diese ganzen Muttern und so eine Scheiße hier, das wäre alles am Gammeln hier schon. Da müsst ihr drauf achten, wenn ihr mal einen Gebrauchtwagen kauft oder irgendwas und ihr habt schon den Eindruck, es riecht da drin so nach nasser Hund, Kompost, sonst irgendwas.
guckt mal bei den Sitzschienen an die Muttern und Schrauben. Wenn die gammelig sind, dann wisst ihr genau, da ist Feuchtigkeit drin in der Höhle. Da ist irgendwas undicht. Meistens hier so ein Panoramadach, Schiebedach oder eine Tür oder sonst irgendwas. Manchmal auch eine Windschutzscheibe, wenn sie irgendwie von so einem Moody eingeklebt wurde. Und keine teuren Probleme, kein Moody. Und ich sag mal, da wird mein Degen hart, Alter. Maurerdekolleté, Achtung, Achtung! Verrostet, seid ihr nicht. Was? Oder fühlst du an wie Öl? Oh. Was hast du denn hier abgezogen? Ey, warte mal. Da war das Automatiksteuergerät. Hey, er hat das Automatikgetriebeöl in den Kabelbaum reingepumpt und das ist der ganze Fehler. Dachte ich. Also gar nicht Feuchtigkeit. Alles. Hast du, geh rüber, film das, wie das Öl rausläuft. Ja, das ist richtig rausgelaufen. Die haben das umgekippt. Das Automatikgetriebe von dem Aijin. Das wird ja ein Aijin-Getriebe sein. Tinschloss? Ja. Alter, da läuft's raus. Guck mal. Ja. Ist das Getriebesteuergerät? Das tropft. By the way, später wurde dann behauptet, ich glaube im Video hier und auch in den Kommentaren, dass das völlig ungefährlich und unschädlich wäre, wenn da Öl im Steuergerät ist. Das ist gar kein Problem. Das ist wohl bei den meisten Automatikgetrieben so. Wurde da versucht, den Leuten mit mir einzureden? Wie sagen wir es jetzt am einfachsten? Das Öl, das legt sich auf die Leiterbahnen und vor allem auch auf die Lötpunkte. Und auf Dauer greift das Öl den ganzen Bums an. Dadurch können sich auch die Lötpunkte lösen. Dadurch können sich die Leiterbahnen ablösen von der Platine. Das ist auf jeden Fall cringe, das geht nicht, das muss da raus. Da darf kein Öl drin sein in Steuergeräten. Aber es gibt halt Leute, die glauben, dass nur Wasser schädlich wäre und Öl halt so gar nicht. Warte mal, eigentlich müssten wir das jetzt mal kurz googeln. Schädlich. Steuergerät. Da. Ölschäden am Steuergerät. Bei manchen Mercedes-Benz-Modellen. Ah, hier, das ist Öl im Kabelbaum. Blauer Kapitel. So, hier. Konstruktionsbedingt kann Öl durch die Kapillarwirkung am Kabelsatz entlang. Das heißt, das ist quasi dieser Effekt, dass Öl an den einzelnen Kupferlitzen lang, quasi zwischen den Kupferlitzen und der Isolierung von so einem Öldruckschalter oder Nockenwellenversteller oder was nicht für ein Ding, quer durchs halbe Auto bis ins Motorsteuergerät gezogen wird. Bestätigt dann letztendlich Ausfall der Elektronik führen. Ah, kann zum Ausfall der Elektronik führen. Da steht's hier. Beanstandung, Fahrzeug läuft nicht mehr, bla, betroffen sind Schadenanalyse. So, da Motoröl über die Steckverbindung durch die Kapillarwirkung ins Steuergerät gesogen wird. Dort legt sich das Öl als Film auf Leiterbahnen und Lötstellen ab und greift diese nach einer Weile an. Das Resultat sind Kurzschlüsse oder lockere Lötstellen und somit Schäden an der Leiterplatte. Dies führt zum Ausfall und im schlimmsten Fall zur irreparablen Zerstörung des Steuergeräts. Öl ist nicht schlimm im Steuergerät, kannst du drin lassen. Ist gar kein Problem. Gucken wir mal weiter. Das ist ganz kurz noch angemerkt, bei so einer Fehlersuche, das ist wie so ein Abenteuer. Ich liebe Fehlersuchen, schon immer. Das ist wie so ein Abenteuer und du hangelst dich immer so von der einen Hoffnung zur nächsten. Und wenn du denn irgendwas findest, was auf jeden Fall kacke ist, also ich zumindest, denke immer so, ja, jetzt habe ich den Fehler. Um dann 10, 12 Mal zu merken, dass das doch nicht war. Man repariert ganz viel auf dem Weg, aber irgendwann hat man ihn denn wirklich. Aber das ist auch so der Spaß für mich so dabei. So, das ist der, keine Ahnung, das ist der Reiz so. Ich habe von Anfang an gesagt, da wird was mit den Kabeln im Fahrerfußraum sein. Okay, war auch meine Vermutung. Dann hatten wir reingeguckt, aber so spontan erstmal nichts groß Schlimmes gesehen. Und dann nimmt Robin die Steuergerät hoch und es läuft einfach nur so da raus. Dass das nicht richtig ist, war mir klar. Der eine Kumpel von Moody, der dabei war, der ist, glaube ich, sogar Elektroniker oder irgendwas. Und Moody ist ja auch gelernter Kfz-Ti und Robin ist, glaube ich, auch gelernter Kfz-Ti. Irgendwie waren die dann alle der Meinung, das wäre nicht mehr so wild. Aber mal gucken wir mal weiter, ja. Das wird teuer, Amalaköl. Ja. Das kommt der Schrauben auf. Ja, jetzt mach mich nicht schwach hier. Boah, okay. Geil. Erstmal müssen wir uns das Ganze jetzt hier... Weil das hat ja immer als erstes geblinkt. Ja. So. Ganz kurz, das Steuergerät hat geblinkt. Das hat da durch Teppich, durch Dämmung, unterm Sitz vor, hat das Steuergerät... Bup, bup, bup. So hat er gemacht. Warte mal. Wie hat das nochmal gemacht, das Steuergerät? Warte. Ja, jetzt mach mich nicht schwach hier. Okay. Erstmal müssen wir uns das Ganze jetzt hier... Weil das hat ja immer als erstes geblinkt. So, ich melde mich jetzt aus meiner kleinen Kommentatorkabine. Und zwar, die Jungs, die ihr da jetzt seht, gerade in die ganz... Die Jungs, die ihr da jetzt seht? Das ist er doch, oder nicht? Sass. Ganz falsche Richtung. Das ist überhaupt nicht der Fehler. Ja. Ist auch gar nicht kaputt, ne? Also, das ist ja, wie gesagt... Da war schon richtig so ein, das wird denn, ja, diese Leiterbahn, diese Platinen, die sind mit so einer Art Schutzlack so lackiert, das ist wie so ein Klarlack eigentlich, ziemlich hart das Zeug.
Und das Öl läuft das Zeug an und dann wird das wie so ein Gelee, so richtig gelartig. Das war richtig wie so, ja, wie Haargel fühlt sich das eigentlich an so. Ja, wir haben ganz, ganz viel Getriebeöl im Steuergerät und auch im Kabelbaum gefunden. Aber das ist nicht unser aktueller Fehler. Ich wette, er hat das bis heute nicht repariert. Ich wette 50 Euro. 50 Euro, dass noch heute Öl im Kabelbaum ist. Wette ich einfach. Mal gucken, ob irgendwer gegenhält. Wir waren in der Nacht noch bis 2 Uhr in der Werkstatt, haben gemacht und getan. Ja, ich war bis 2 Uhr in der Werkstatt und habe mit nach Fehler gesucht. Und Robin auch. Aber du halt nicht. Du hast auf der Rückbank gesessen und das Zeug gequatscht. Sind aber zu keinem Entschluss gekommen. Haben dann ein paar Tage lang fachgesimpelt. Ganz kurz nochmal. Ich wollte am nächsten Tag weitersuchen, aber er hat irgendwie keine Zeit gehabt. Er hatte irgendwas vor. Weil ich habe gesagt, Alter, lass uns morgen weitermachen. Wir finden das. Wir finden raus, was da los ist. Noch immer konnten wir keinen Fehlerspeicher auslesen, weil er sich auch nicht darum gekümmert hat, irgendeinen Tester zu besorgen, mit dem wir einen Porsche auslesen können. Also das war Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 war, er wollte einfach nicht weitermachen. Ich sage, lass uns einfach weitermachen morgen. Wir finden das. Nein. Ja, und alleine hinfahren geht ja nun nicht und da habe ich auch keinen Bock drauf. Gesimpelt, haben geschaut, haben gemessen, haben geguckt, aber sind auch zu keinem richtigen Entschluss gekommen. Wir wollten schon Steuergeräte. Oh, hier, guck mal. Dann kannst du gleich so, wenn das so leicht nussig schmeckt, ist meistens Liquimolli. Und wenn das so ins Süßliche, so wie so Hustensaft geht, dann ist das eher mit Quatsch natürlich, das ist völlig Unsinn. Bestellen, weil die von innen auch nicht so geil aussahen. Bordnet-Steuergerät, Gateway-Steuergerät. Okay, davon weiß ich nichts. Wir haben weder das Bordnet-Steuergerät noch das Gateway-Steuergerät aufgemacht, zerlegt oder uns angeguckt. Das muss er wenn dann selber gewesen sein. Wahrscheinlich eher mit Robin, weil sonst würde es die Teile nicht mehr geben. Bin dann aber auch nochmal auf einen ganz anderen Forumsbeitrag gestoßen. Und der Fehler ist viel, viel simpler, wie zunächst angenommen. Als wie? Wie oder als? Ihr glaubt mir nicht, wie aufgeregt ich bin. Ich habe gerade sein erstes Mal gehabt. Den Fehler am Porsche gefunden. Wette ich zumindest. Hier, ne, bisschen kurz gegoogelt, 5 Minuten. Hier hat er auch Wasser im Fußraum gehabt. Hier. Ach, sind da etwa Kabel kaputt gewesen im Fußraum, wo ich gesagt habe, schon bei Hagen-Emstep vor Ort? Mhm. Die von Porsche hier verlötet sind. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das in diesen Verlötungen und quasi in dieser Isolierung ist. Gebe ich offen zu, so das Problem beim Porsche, da kannte ich so nicht. Aber mein erster Gedanke, und das ist auch eigentlich der beste, ich muss da mehr dranbleiben, so, diese erste Eingebung dabei, so, da muss man eigentlich hinterher sein, so, das ist es, glaube ich, auch in der Regel. Grüne Kupfer, man kann es schön erkennen. Ne, so. Das grüne Kupfer, Alter. Kupfer ist kupferfarben, und wenn das grün da rauskommt, ist das Oxidation, Kupferoxidation. Sieht das alles aus, guck mal, also, das hat Kupfer. Bei ihm schon nicht funktioniert, dann hat er diese Tüllen hier abgezogen und hier genau im Fußraum. Das sieht in dem Auto noch viel, viel schlimmer aus. Guck dich das an. Nein, das ist der beste Porsche Cayenne, den es je gab, ey, vor 4 Wochen bei Hagen-Emstep. Das Ding lief wie eine kleine Raubkatze, ist er durch die Gegend getigert, so, mit seinen 400.000 Kilometer aus Italien und San Pellegrino Wasser und Hamburger Hafenbecken im Fußraum. Das kann doch nicht schlimmer aussehen. Ja, genau hier Fußraum, diese Tüllen hier mal abgezogen und guckt euch das an. Guckt ihr das an? Oh, grünes Kupfer wieder. Jetzt. Weg. Aha. Weg einfach. Hat er mir zugehört eben. So, ich habe euch jetzt mal ruhig hingestellt, guckt euch das an. Hier haben wir nämlich noch mehr von diesen Dingern. Autofokus. Da sieht man auch schon, dass es grün rauskommt. Wo bist du? Guckt euch das an. Wie soll da Strom fließen? Ich sehe da nichts. Der Fokus ist nicht da. Das wird unser Fehler sein. Hm. Der ist ja mal grün bis zum Geht nicht mehr. Also den löte ich neu. Den hier löte ich auch noch. Der kann ja sogar auch noch hier Verbindungen haben. Guck mal, das sind hier sogar 3. Aber der ist einfach komplett kaputt, der ist komplett weg. Mach die mal aneinander, den rot-gelben und den braun. Das ist die beste Idee von allen. So, das riecht irgendwie nämlich so ganz verdächtig nach, wie nach einer 15 und Masse. Ich habe gerade super klebrige Finger jetzt, Leute. Aber ich... Der hat sein erstes Mal gehabt an dem Tag anscheinend, aber mit sich alleine, glaube ich. Ich schwöre euch, das ist es nicht, ne? Aber ich löte das mal kurz zusammen und dann gucken wir, ob es das ist. Robin und ich wollten jetzt eigentlich Steuergeräte tauschen. Gateway-Steuergerät, Bordnet-Steuergerät, aber... Ist auch immer die beste Idee, wenn du gar keinen Diagnosetester dafür hast. So. Dann lässt sich das super kodieren, Fehlerspeicher löschen und alles so eine Geschichte. So einfach mal auf Verdacht, so ein paar Steuergeräte. So. Ja. Vielleicht kommen wir hier sehr, sehr günstig weg. Deswegen habe ich auch immer noch nichts zu Hagen gesagt. Ich wollte Hagen anrufen und sagen, die 500 Euro Steuergeräte kaufen, gönn mal Preis zurück. Aber genau das wollte ich vorher checken, bevor ich Hagen anrufe. Das war sein Plan, schon in Hamburg wahrscheinlich. Hat er sich gedacht, Bro, ich muss vorher noch checken, ob diese Kabel da vergammelt sind, bevor ich
Hagen sage, dass ich Geld für Steuergeräte brauche. Siehst du, das war sein Plan. Er wollte das vorher noch checken, die ganze Zeit. Deswegen hat er nichts zu Hagen gesagt. Müsst ihr euch merken. So, Freunde, ich habe das Kabel jetzt kurz mit dem Quetschverbinder zusammengepackt. Ich wette, das ist bis heute noch so. Wieder eine Wette. Kurz mal eben mit Quetschverbinder zusammengepackt, heißt, er wird es sowieso nie richtig machen. Normalerweise würde man das jetzt hier nochmal mit dem Heißluftföhn ordentlich zusammen machen. Das würde jeder so machen, der was auf sich hält als Schrauber, Elektriker oder wahrscheinlich sogar Bäcker. Und den hier habe ich jetzt noch gar nicht angefasst, den anderen, aber... Doch, hattest du in die Hand eben. Aber vielleicht war es das ja sogar schon. Aber selbst auch im Kabel habe ich gemerkt, da ist schon ein bisschen, ja, auch Oxidation drin. Dann sollte man das Kabel ersetzen, weil das sind potenzielle Bandkandidaten auch. Das ist klar, wenn das da richtig anfängt zu gammeln, dann zieht auch das Wasser so auf Kapillareffektmäßig, Kapillarwirkung hoch in den Kupferlitzen quasi, also an den Kupferlitzen lang in der Isolierung. Und dann merkt man richtig, das Kupfer verändert sich. Natürlich hast du dann diese grüne Kupferoxidation, aber die werden auch richtig schwarz teilweise. Das ist so krass, dass die von der Oberfläche sich so verändern, dass man diese Kabel nicht mehr löten kann. Du kannst das beste Lötzinn der Welt haben, das kannst du nicht mehr löten, da hält nichts mehr drauf, das fällt einfach ab. Rausschneiden. Wirklich in dem Fall jetzt, so wie bei ihm hier, radikal Seitenschneider nehmen, 15 cm abschneiden, abisolieren, gucken, ist es wieder kupferfarben, wirklich hellkupferfarben und auch glatt, also wirklich glänzend glatt, weil wenn da so eine leichte Oxidation mit bei ist, dann hast du teilweise da so richtig braunen Staub quasi auf der Kupferlitze drauf liegen. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht noch ganz cool aus, aber ist auch der Tod. Wenn da noch was zu sehen ist, 15 cm weiterschneiden, abschneiden, abisolieren und gucken, wie es aussieht. Teilweise schneidest du da 1,50 Meter raus oder was, bis du da wieder irgendwo Land in Sicht hast. Weil das hier, ne, kann ich mir nicht angucken. Könnte jetzt aber auch sein. Und? Oh, Kurvenlicht, es verändert sich. Es verändert sich, Kurvenlicht. Vorher hat das nicht angezeigt. Wow, ein neuer Fehler. Vorher hat er kein Kurvenlicht angezeigt. Merke, reparierst ein Kabel, hast einen neuen Fehler. Geil. Kurvenlicht. Geh mal auf die Bremse. Springt der an? Nein, aber er verändert sich. Der Junge wird immer größer. Er verändert sich. Luftfederung defekt, Werkstatt aufsuchen. Boah, geil. Er ist der Einzige, der sich freut über einen Fehler in der Luftfederung. Das verändert sich. Guck mal, vorher konnte man... So ist das, wenn man am Schalthebel zieht. Auch das verändert sich. Boah, guck mal. Er ist wie... Irgendwie wirkt er gerade wie so ein... kleines Kind oder so ein junges Tier, so ein Welpe, der das erste Mal rausgeht auf so eine Wiese so, wo den das Gras so am Bauch so streichelt, hier so ein kleiner Hundewelpe und das ist alles so voll interessant und Schmetterlinge und Gänseblümchen. Es verändert sich alles. Mhm. Okay, wir machen das andere Ding jetzt auch noch frisch. Mhm. Und vielleicht haben wir doch kostenlos unseren Wasserschaden repariert. Wow, Digi, bin ganz auf. Kostenlos, nachdem gefühlt 5 Leute 10 Stunden jeweils für dich geschraubt haben und die Karre zerlegt haben, weil du nicht mal einen Aschenbecher daraus gekriegt hättest. Kostenlos. Das ist Leon Moodys Definition von kostenlos. Kostenlos heißt, du lässt es die Leute machen und gibst dir nichts dafür. Kostenlos. Er ist auch kostenlos nach Hamburg gefahren mit mir. Kostenlos. Ich bin auch kostenlos mitgekommen da. Kostenlos. Ich bin so nervös am Zittern, das glaubt ihr mir nicht. Ich krieg die Kabel hier nicht mehr ordentlich rein. Ich rede mal mit deinem Arzt, dass deine Medikation mal umgesteckt wird. Hab ich Puls. Ich hab so Puls. Er piept nicht, keine Fehlermeldung. Boah, ich bin auch so aufgeregt. Ich kann mich hier kaum, ich muss auch einen Schluck Red Bull trinken. Es reißt mich fast vom Stuhl hier. So, jetzt Freunde, Achtung. Springt er an, hält er oder fällt er? Ich krieg das nicht mit meinen Nerven vereinbart. Wow. Okay, ich krieg gleich einen Schlaganfall, ich schwör's euch. Pass auf, mir kam gerade eine Idee. Oh nee, ich weiß es doch jetzt schon. Ich wette, er hat das Starterrelais gar nicht reingesteckt, weil er da ja noch mit der Brücke rumgefummelt hätte für sein Intro-Mintro, was so voll in die Hose gegangen ist. Und das hat die ganze Zeit versucht, ohne Starterrelais zu starten. Pass auf. Die Idee ist nicht schlecht. Ja. Wir hatten ja hier das Starterrelais rausgenommen, weil wir... Die Idee ist nicht schlecht, sagt er. Er sagt, es könnte daran liegen, dass kein Starterrelais verbaut ist. Die Idee ist nicht schlecht. Hier rüber, ja, immer überbrückt hatten. Mit unserer Brücke. Also Theorie ist, er ist gerade einfach nicht angesprungen wegen dem Starterrelais. Nee! Dein Ernst? Ich hab den Porsche repariert. Ich hab den Wasserschaden wegbekommen. Willst du mich verarschen? Ich habe Feuer gebaut. Kennt ihr bestimmt noch hier von
Castaway mit Tom Hanks. Wilson! Das ist doch dieser Volleyball, wo da dieser blutige Handabdruck drauf war, dann aussah wie so ein Kopf, so Wilson, ich hab Feuer gemacht. Ich hab den Porsche repariert. Oh mein Gott! Herzlich willkommen zu Deutschlands schlechteste Gebrauchtwagen. Folge Nummer 4. Sie sehen einen Kfz-Mechatroniker, der das erste Mal in seinem Leben einen Fehler gefunden und behoben hat. Ich heule gleich, ich schwör's euch. Wie viele Leute haben mir gesagt, Leon, pack das Auto auf den Schrott. Der Wagen stand hier im Regen draußen. Ich hab gesagt, Jungs, lasst ihn noch nicht im Regen draußen stehen, dann geht er ja noch mehr kaputt. Oh, der ist doch sowieso schon ganz kaputt. Jetzt ein bisschen mehr Regen tut auch nicht weh. By the way, ich weiß nicht, wer das zu ihm gesagt hat. Keiner von uns hat gesagt, er soll das Ding auf den Schrott schmeißen, weil wenn du dafür, ich glaube, 2,2 netto, was irgendwie so 2,5 mit Steuer sind, so ein Auto kriegst, da ist, glaube ich, das Armaturenbrett gefühlt schon mehr wert. Also ich habe nie gesagt, dass er den auf den Schrott schmeißen soll und ich habe mir auch nicht irgendwie zerlegt draußen stehen lassen, weil es wäre ja völliger Unsinn. Man macht sich da stundenlang die Arbeit, die Kiste dazu zerlegen und trocken zu legen, um ihn dann draußen wieder absaufen zu lassen. Das ist ja auch so richtig hirnverbrannt. Ich check mal gleich, wenn ich hier die Straße runterfahre, ob er auch schaltet. Das war ja unser grundsätzliches Problem. Ich bin fertig mit der Welt. Ich bin fertig mit der Welt. Verdammt! Ja! Eins muss man ihm lassen, ja. Die Freude kaufe ich ihm voll ab so. Und ich fühle das auch irgendwie gerade voll, weil ich weiß, wie das ist so. Es ist schon cool. Also es ist cooler, wenn du es ohne so ein Internetforum findest und alles. Aber er freut sich so richtig ehrlich und herzlich. Das ist der Grund, warum ich überhaupt auch so viel Zeit mit ihm verbracht habe und ihm wirklich bei allem möglichen Kram geholfen habe und ihm beraten habe und Ratschläge und dies, das, jenes, überall mit hingefahren und so, weil er an sich so eigentlich ein sehr ehrlicher Typ ist. So. Du siehst sofort, wie er über irgendwas denkt. Der kann, glaube ich, gar nicht richtig lügen, so, weil der würde sich mit seiner ganzen Gestik und Mimik und seinem Verhalten sowieso verraten. Der ist wie so ein kleines, aufgeregtes Kind an Weihnachten. Der kann sich auch kaum irgendwie zurückhalten, wenn er sich auf was freut, so. Eigentlich total ehrlich und süß, so ist es wirklich so. Ja, irgendwie hat ihn das sympathisch gemacht. Bis, naja. Also, schaltet schon mal nicht so ruckig in den Gang rein, jetzt guck mal. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle auf den Tod. Aus welchem Grund? Also, ich kam nicht dazu, dass er den zweiten Gang reinschaltet hier auf der Huppelpiste, aber er hat mir die km/h angezeigt und das hat er letztes Mal auch nicht gemacht. Wuhu! Verdammt! Ja, oh mein Gott. Ah, ich habe eine witzige Idee für die Abmoderation. Okay. Wie er jetzt aussieht, so wie Schwiegermutters Liebling, hat er Konfirmation gehabt den Tag oder was? Da hinten drin oder was? Oh, Freunde, was meint ihr? Wow, das war aber kreativ jetzt der Move. Also, der war aber kreativ. Nicht, dass mir das Ding hier auf den Kopf fällt. Bei Gebrauchtwagen von Leon Moody ist die Angst nicht unberechtigt. Wie glücklich ich bin, dass das Auto endlich läuft. Was waren das für Kopfschmerzen, wirklich? Leon, was hast du für einen Scheiß gekauft? Oh, ich bin einfach nur froh, dass es keine... Es hat nicht 1 Euro gekostet am Ende des Tages. Die ganze Arbeit war geschenkt. Geschenkt genommen, sagen wir es so. Guck mal, können diese Augen lügen? Guck mal, wie er guckt. Natürlich haben wir unsere Zeit verballert. Wir unsere... Ja, aber das ist ja umsonst. Aber dafür haben wir hier ein schönes Video für euch. Ich komme hier mal raus. Achso, kriege ich das von innen auf? Nee, ne? Nee, aber... Lass ihn da drin. So, im ganzen nächsten Video bauen wir den kompletten Innenraum zusammen, machen nochmal schön alles sauber und werden das erste Mal ordentlich fahren. Ich bin natürlich gerade schon hier ein bisschen kleine Runde gefahren. Ich bin happy, ich bin beruhigt, ich bin zufrieden. Falls euch das ganze Video gefallen hat und unsere Kopfschmerzen, unsere Anstrengungen, dann like doch gerne das Video. Schreibt mir einen Kommentar, um mich zu supporten. Ganz, ganz wichtig. Sonst wäre das Ganze hier nicht möglich ohne diese Kamerageschichten und YouTube. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Mein neuer Porsche, komm in die Gruppe. Macht's gut, Freunde. Warum würdest du dich immer bedanken? Warum nur würde? Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Was muss ich denn machen, damit du dich bedankst fürs Zuschauen? Na, ist es ja auch egal. Eben am Ende, wo er sich wieder so ehrlich gefreut hat. Ich weiß nicht, ich habe selber gemerkt, da habe ich angefangen zu grinsen so. Das ist einfach todessympathisch. Und deswegen hat der auch so viele Leute, die dem helfen. Das ist nicht, weil der irgendwas da besonders toll kann und macht und tut so, sondern einfach, weil der so grundehrlich ist und
dem hilfst du einfach. Der muss nicht mal richtig fragen nach Hilfe. So, keine Ahnung, du siehst, dass er mal wieder da so unbeholfen versucht, irgendwas auszubauen oder mit dem Pink Panther habe ich ihm klar gemacht, dass wir zum Bilzer Berg fahren auf die Veranstaltung von H&R zum Track Day. Auf dem Weg dahin hat der Pink Panther irgendwie mehr Hydrauliköl verloren als Kraftstoff verbraucht, ne, weil dieses ABC-Fahrwerk völlig undicht war. Und da vor Ort hat irgendwie gefühlt, hat jeder zweite Teilnehmer an dieser Veranstaltung irgendwie versucht, ihm da zu helfen. Irgendwie. Und er stand da immer noch neben. So, da musste er aber nicht nachfragen. Man sieht das, der braucht denn diese Hilfe und der kriegt die. Und weil er so ehrlich und froh darüber reagiert, machen das auch alle gerne. Bis zum bestimmten Punkt, wo er einem denn den Rücken zukehrt. Also, ich möchte jetzt hier nochmal erwähnen, den Abend haben wir da 4-5 Stunden bis mitten in die Nacht geschraubt. Ich glaube, so 2:30 bin ich da abgehauen. Wie gesagt, davor war ja schon dieser Sonntag, wo der ganze Tag komplett nur für dieses Auto drauf ging. Wir haben zwischendurch auch viel telefoniert und überlegt, das könnte dies sein, das sein, jenes sein. Er hat jetzt den Fehler gefunden. Lassen wir es einfach so stehen, ja. Hat aber auch mit keinem Wort erwähnt, dass er im Leben diesen Teppich da nicht rausgekriegt hätte, wenn nicht Robin und ich da stundenlang in dieser stinkenden, verwanzten Kiste drin liegen hätten. 400.000 Kilometer und nicht einmal gesaugt und San Pellegrino und Hamburger Hafenwasser da drin, das war schon hart eklig alles, während er da auf der Rückbank saß und Lustigen gemacht hat so. Man hätte das erwähnen können, finde ich. Da ging es schon so langsam los, dass die Nummer wird. Im dritten Teil wird es richtig spannend. Also jetzt wisst ihr so, wie die Geschichte war. Könnt ihr euch euer eigenes Bild zu machen? Ich mache diese Videos hier auch gar nicht, weil ich Mitleid haben will. Es geht nicht um Mitleid und es geht schon gar nicht um Neid, komme ich gleich nochmal zu. Sondern es geht darum, dass die Leute mich immer wieder gefragt haben, was ist mit Moody gewesen, was ist da passiert. Stand heute, wir reden nicht miteinander, weil es gibt auch nichts mehr zu reden. Ich habe viel versucht zu reden und lange versucht zu reden und er hat komplett abgeblockt und abgewiegelt und alles abgestritten. Ich glaube, so ein Vierteljahr später hat er sich komplett aus der Hölle einmal bei mir gemeldet und wollte so auf so einen Mitleidigen kommen, so von wegen, ich habe das nicht vergessen, dass du noch Geld von mir zu kriegen hast hier für den Sprit, ne? Das ist auch so ein Aufhänger, hier, ich scheiß was auf den Sprit. Ich habe Tankcard bei mir für die Firmen, so, mach mit dem Sprit, was du willst. Es ging ums Prinzip, er hat damals nicht mal gefragt gehabt, ob er da irgendwie was für irgendwie zutun soll oder so. Dann kam er mir so von wegen, so, ja, und er hat das nicht vergessen und so in dem Vierteljahr. Und so nach dem Motto, als wäre jetzt alles gut so. Es ist ja eigentlich gar nichts gewesen. Und da habe ich ihm geschrieben, so, ich glaube, ich habe einen recht langen Text zurückgeschrieben, ich müsste das mal raussuchen, aber ich will ja auch keine Nachrichten irgendwie veröffentlichen, so, das gehört sie nicht, finde ich. Habe ich ihm geschrieben, so, was er jetzt eigentlich glaubt, was los ist, so, ob er denkt, dass ich das vergessen habe, was da alles passiert ist. Dann habe ich ihm wörtlich geschrieben, er kann sich sein Geld dahin stecken, echt, wo keine Sonne hinscheint bei ihm, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, und gut ist, also deswegen, es gibt keinen Kontakt und nichts und ich will auch gar keinen Kontakt mit dem. Der soll sein Ding machen, der wird auch sein Ding irgendwie machen, weil man sieht es ja auch an seinen Abozahlen. Die Leute feiern das irgendwie. Der hat so dieses Verona-Feldbusch-Syndrom, finde ich. So, der ist klüger, als man denkt. Das weiß ich auch. Der kommt auch aus einer sehr klugen Familie. Sein Bruder, sein Vater, das sind alles sehr kluge Menschen. Die Mutter kenne ich nicht, die wird wahrscheinlich auch sehr klug sein. Der tut sehr naiv und dumm oft. Und ich glaube, damit hat er auch so ein bisschen so sein Way of Life so gefunden. Deswegen helfen ihm alle, deswegen sind alle so freundlich und sympathisch und machen und tun. Ach hier, dem ist keiner böse. Ach, das war der Moody so. Ich lese immer so, der ist Anfang 20, das ist der Moody und so. Weißt du was, mit Anfang 20 habe ich mich selbstständig gemacht und habe mit einmal Verantwortung gehabt für meine Mitarbeiter, für dies, für das, für jenes. Da war ich auch Anfang 20. Da hat keiner gesagt, ach, das ist der Doktor, der bezahlt die Löhne halt nicht. So, ach komm, und die Miete und dies und das und jenes. Nee, hat keiner. Da ging es ganz anders so. Da hast du am Tag 15, 16 Stunden gearbeitet, hast die Nächte kaum schlafen können in den ersten Monaten und Jahren, weil du immer den Cringe im Kopf hattest. So, was ist, wenn ich das und das nicht bezahlen kann? Was, wenn ich die Löhne nicht bezahlen kann? Was, wenn ich Vorsteuer nicht zahlen kann? Das waren meine Dinger, die ich da hatte in der Zeit. Während er auf der Rückbank auf der Porsche Rückbank sitzt bei seinem 2.500 Euro Porsche Cayenne von Hagen Emstep mit Hamburger Hafenwasser und sich da irgendwie drüber feiert, dass die Leute da sein Auto kriechen und die Karre zerlegen und er am Ende da sagen kann, ich habe Feuer gemacht, ich habe den Fehler gefunden. Ja, wie gesagt, ganz wichtig noch ein Thema, in den Kommentaren, die wenigen negativen Kommentare, die da waren, also Fakt ist, wenn die begründet negativ sind und wirklich irgendwelche Tatsachen aufgreifen oder sonst was, keine Ahnung, seine Meinung kann auch jeder schreiben. Was ich aber wirklich nicht ab kann, ist, wenn man mir Neid unterstellt. Ich bin wirklich kein neidischer Mensch. Ich gönne von Herzen, guten Menschen gönne ich von Herzen. Ich gönne auch
Mutti das. Ich gönne ihm, dass der Porsche läuft und ich gönne ihm, dass er seine Abonnenten hat und dass der Kanal läuft. Wenn das alles so ehrlich und fair läuft, gönne ich das alles. Ich neide ihm das nicht. Wofür auch so, der hat gefühlt 2 Autos gekauft und sich damit den Content gekauft und damit die Abonnenten, ist es auch egal. Lassen wir es mal so stehen. Ich neide ihm das nicht, überhaupt nicht. Was ich nicht ab kann, ist Ungerechtigkeit. Und da reagiere ich wirklich allergisch drauf. Neid, juckt mich nicht. Ich kann mir auch so einen Porsche kaufen da. Und auch einen, der teurer ist als 2.500 Euro. So, aber dafür muss ich mich nicht von so einem Hagen M-Step da 2,5 Stunden in seiner Einfahrt abfacken lassen, weil er einfach mit seiner Perle und seinem Kind im Tierpark ist. Das hat nichts mit Neid zu tun. Überhaupt nicht. Gar nicht. Das will ich nur nochmal klarstellen. So, auch Hagen neide ich nicht. So, Hagen ist mit Sicherheit eine Nummer. Ich habe bis heute noch nicht ganz verstanden, womit er das ganze Geld verdient hat, dass er da ständig irgendwelche AMGs verschenkt und so. Soll er machen. Soll er machen, was halt irgendwie gerade ein bisschen cringe ist mit seinem Hausprojekt da irgendwie so. Ich glaube, er hat sich da ein bisschen verschätzt. Das ist wohl doch etwas mehr Arbeit, als er dachte. Interessanterweise ist auch, je reicher die Leute werden, desto geiziger werden die auch und suchen sich dann so ganz billige Handwerker und hier billig und da billig und da. Naja, es steht auch auf einem anderen Blatt Papier. Übrigens ist Moody der Zwillingsbruder davon. Das liegt aber irgendwie bei denen in der Familie. Ganz kurz nach, jetzt kommt Off-Topic. Ein wirkliches Ding und das ist krass. Nachdem ich mit Moody schon Stunden meines Lebens telefoniert hatte und unterwegs war und dies und das und jenes, sind wir irgendwann mal auf seinen Nachnamen zu sprechen gekommen. Er hat einen relativ langen Nachnamen, hat was mit einer Freizeitaktivität und einem normalen deutschen Nachnamen so zu tun. Den gibt es nicht auf den Nachnamen. Schon gar nicht in Verbindung mit der Nähe zu Wolfsburg. Ich habe gehört, diesen Namen, Wolfsburg, und ich so, warte mal, hatte dein Vater mal einen RS4? Schwarzen RS4 Avant B7. Und er sagt so, ja, den hat er mal gehabt. Ich so, war das so eine Wanze mit 250.000 auf dem Arsch? So richtig durchgerocktes Mistding? Ja, genau. Ich sag, soll ich dir mal was sagen? Dein Vater wollte mich mal verklagen. Was für Quatsch, wir standen bei McDonald's in Wolfsburg da auf dem Parkplatz und ich sah einfach zu ihm, dein Vater wollte mich vor 8 Jahren mal verklagen. Kein Witz so. Und Moody kannte die Geschichte, aber er wusste halt gar nicht, dass ich das war, den der verklagen wollte. Sein Vater ist so, der verkauft irgendwie Steine. Ach nee, der hat so Betonwerk, der macht so Betonplatten. So war das, ja. So Heino der Plattenleger mäßig. Dementsprechend sah auch dieser RS4 aus, der war wirklich, es war traurig, den so zu sehen. Das Auto kam zu mir mit, ich vermute mal, so 70 bis 80 PS Leistungsverlust. Das ist ja dieser alte Sau, dieser 8-Zylinder. Die sind ja sowieso ab Werk, haben die, glaube ich, schon nicht mal mehr ihre Leistung gehabt. Und dann sind die natürlich vermockt und haben sich zugesetzt. Und dann muss da irgendwann so eine mechanische Ansaugsystemreinigung machen, so eine Baby-Reinigung. Der kam auf jeden Fall zu mir und das Ding hatte massiv keinen Dampf mehr. Der fuhr echt wie so ein R32 irgendwie so vollträgt. Und ich habe ihm gesagt, so, pass auf, da müssen wir hier Ansaugbrücke raus, da zack, 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 alles sauber machen, gleich neue Kerzen mit rein und die Einspritzdüsen ausbauen, abdichten, reinigen, hier Ultraschall und alles. Und dann werden wir da schon viel von der Leistung wieder rausholen, die der mal hatte. Ich glaube, wir hatten sogar eine Insurik-Messung gemacht und ich hatte irgendwie einen Leistungsverlust von 55 PS gemessen. Und habe zu ihm gesagt, wir werden viel davon wieder rausholen. Der hat aber auch 250.000 Kilometer gelaufen und der ist auch schon 10 Jahre alt. Und ich weiß nicht mal, wie viel Leistung der ab Werk überhaupt hatte. Hatte der überhaupt seine Serienleistung oder nicht? Ich weiß gar nicht, wie waren das? Die haben, glaube ich, 420 PS Serie. Chat, verbessert mich, wenn das falsch ist. Und den hatten wir dementsprechend gemessen mit 365 PS oder so. Es war wirklich ein Zustand, dieses Ding. Hab die mechanische Ansaugssystemreinigung gemacht. Hat auch alles super geklappt. Hab danach eine Leistungsmessung gemacht. Und dann hatten wir da 387 PS, so, glaube ich, irgendwie knapp an die 390 PS. Knapp die Hälfte von dem Leistungsverlust habe ich damit schon wieder wettgemacht gehabt. Aber halt nicht alles. Gebe ich auch offen zu, das Auto fuhr komplett anders. Super Ansprechverhalten, viel weniger Verbrauch. Und einfach, der hatte wieder Bock zu fahren, so wieder Durchzug. Und eigentlich so, wie ich diese RS4 auch kenne. Weil wie gesagt, ich glaube, ab Werk haben die alle nicht ihre Leistung gehabt. Ja. Und dann hat Moodys Vater das Messergebnis gesehen und hat gesagt, das ist aber nicht cool. Weil ich wollte ja alles an Leistung wieder haben. Habe ich ihm nochmal darauf hingewiesen, dass ich ihn darüber aufgeklärt hatte, bla 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 bla. Er hat dann, glaube ich, die Rechnung mitgenommen, weil das ist ja Firmenkunde, der darf überweisen in dem Fall. Und einen Tag später hat er angerufen und hat gesagt, er sieht das nicht ein, die Rechnung zu bezahlen, er wird damit zum Rechtsanwalt gehen, weil ich habe ja die Leistung gar nicht erbracht. Also ich habe zwar wohl dieses System gereinigt, sagt er, aber die Beauftragung war, er will wieder 420 PS haben. Und eben das stimmt nicht.
wenn beauftragt worden, den Leistungsverlust zu finden und gegebenenfalls nach Freigabe zu beheben. Ich habe die Ursache für einen Leistungsverlust gefunden, habe ihn angerufen, habe ihm die Kosten genannt, der hat das freigegeben. Habe ihm ganz klar gesagt, ich glaube nicht, dass er danach die 420 PS wieder hat, aber er wird bedeutend besser fahren, das muss man jetzt machen, als erstes Step in dieser Fehlersuche. Jeder normal denkende Mensch wird das verstehen. Der wird verstanden haben, okay, es kann also sein, dass ich Pech habe, vielleicht habe ich nur 5 PS mehr danach, vielleicht habe ich Glück und 50 PS mehr danach. Wenn ich wage, denn ich gewinne, 250.000 Kilometer nicht gereinigt, ist ein Wunder, dass der Koffer überhaupt noch läuft. Er hat auch so viel Dreck im Kofferraum, dass der, glaube ich, so schräg stand. Die Scheinwerfer haben komplett irgendwie in den 12. Stock geleuchtet. Ja, der hätte, glaube ich, jeder gesagt, komm, lass uns das machen. Und er hat, glaube ich, gesagt, komm, lass uns das machen, weil er wusste, er bezahlt den Bums eh nicht, wenn das nicht wieder auf 420 PS kommt. Es ging auf jeden Fall ewig hin und her. Wir haben das Auto dann noch ein oder zweimal da gehabt. Dann hatte ich hier noch was probiert und da noch was probiert. Am Ende haben wir dem sogar eine Optimierung geschenkt. Da habe ich dem noch das Steuergerät optimiert. Mit so einem kleinen hier, da haben wir so ein Nockenwellen-Timing NWT gemacht mäßig. Und damit sind wir gekommen auf 412 PS. Immer noch nicht auf die Serienleistung. Aber wir haben es jetzt auch nicht übertrieben mit der Software. Aber da waren wir eigentlich schon sehr, sehr nah dran an der Serienleistung. Und auch das hat ihm noch nicht gereicht. Und ich glaube, dann sind wir am Ende so auseinandergegangen. Aber nagelt mich nicht drauf fest, das ist echt 8 Jahre her. Das muss so 2015 gewesen sein. Haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass er die Hälfte der Rechnung bezahlt oder so. Was halt super frech war. Das Auto war dreimal bei uns. Wir haben ja Tage dran verbracht und gesucht und gemacht und gereinigt und Tuning sogar gemacht und weiß nicht, wie oft die Leistung gemessen hat. Es liegt, dieser Undank liegt irgendwie in der Familie. Und es hat wohl, ich verrate nicht zu viel. Alles gut. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit gehabt. Wie gesagt, wenn wir wieder schaffen, 100 Likes hier drauf zu kriegen, dann kommt Teil 3 und der wird wild. Der wird ganz wild mit dem Statement von Hagen, wo er auch direkt über mich redet, mit dem Statement von Moody und mit dem Ergebnis, was passiert, wenn 3 Leute am Start sind und 2 sich gegenseitig mit einmal Rückendeckung geben, wird einer geroastet, obwohl er gar nicht genannt wird. Ich wünsche euch viel Spaß, schönen Abend noch, bleibt gesund, euer Dr. Selzer.